Tag, Sandra, ich grüße Sie. Hier ist Toni. Ich rufe auf Ihre Kontaktanzeige an. Ich würde gerne die Harmonie zu Ihrem Notenschlüssel sein. Was mache ich beruflich? Ich bin Schlager-Entertainer. Du bist mehr als Schlüsseldreher. Und das ist mein Problem. Denn so eine Frau aus... Danke, Kraft, der Frau! Ja, hallo, meine Frau. Du sitzt ein poppendes, pumperndes, nervöses Mutterherz. Meine Tochter hat heute ihr allererstes Rendezvous und hat gesagt, Mama, lass mich mal alleine vorgehen und schnuppern, was das für einer ist. Aber als Mutter bin ich besorgt. Ich geh mal selber gucken. Ist das noch dieselbe Straße, die ich schon seit vielen Jahren gehe? Ist das noch dieselbe Stadt, die ich im Licht der Sterne glitzern sehe? Bist du wirklich keine Fremde? Ist es wirklich keine Fantasie? Du, ich bin Verena. Mit der Toni, guten Tag. Hi. Bitte einen Platz. Schön. Bitte schön. Ja, ist ja schön, dich zu sehen. Ja. Aufgeregt? Total. Ja? Soll ich mal deinen Puls machen? Oh, ja, mach mal. Ja, bis jetzt war noch nicht das Passende dabei. Ich habe halt was gegen die absoluten tollen Schönlinge, ja? Ach, du bist ein Schatz, siehst du genau ja, wie ich. Also man hat damit nur Ärger. Zum Beispiel esse ich dann sonntags, gehört das für mich dazu zum Sonntag, wenn man spazieren gegangen ist, irgendwie Kuchen essen, einen Kaffee trinken und so weiter. Super, ne? Toll. Hallo, Rihanna. Grüß dich. Hallo. Rosenmüller. Mama. Guten Tag, hallo, Maroni. Wie wird dein Name? Maroni. Maroni, ja, Maroni. Grüß Sie. Grüße Sie. Ich darf mich mal dazu setzen? Ich weiß nicht, wer Sie sind. Ich bin die Mutti. Ach so, Sie sind die Mutti. Ach so. Das wusste ich nicht. Ich dachte, ich komme einfach mal vorbei und guck mal, wie es meinen beiden Turteltäubchen so geht. Ah ja. Für eine Überraschung. Ja, ich habe es Ihnen nicht gesagt. Und, wie läuft es? Also, wir haben uns gut unterhalten. Ja. Ja, bitte, unterhalten Sie sich ruhig weiter. Das war nicht ganz sehr angenehm. Ich bin froh, wenn die Verena unter der Haube ist, muss ich sagen. Sind Sie evangelisch oder sind Sie katholisch? Ich bin evangelisch. Würden Sie konvertieren im Zweifelsfall, weil wir beide sind katholisch? Ach, das macht nichts. Nee, uns macht es was. Ach so. Was haben Sie netto? Ach, das mal dieses, mal jenes, das ist so immer, kommt immer ganz drauf an. So, zum Wohle. Verena, ich bin die Berle. Prost. Freut mich. Danke Ihnen. Sind Sie vorbestraft in irgendeiner Art und Weise? Entschuldigung, dass ich das frage. Aber doch dass nicht ich eine reine. Ja, dass man das mal weiß, kann man doch fragen. Nicht nein. Ich bin nicht vorbestraft. Nein. Ja, nur Sie müssen ja auch. Ich muss wissen, wo ich dran bin, bei Ihnen und meine Tochter. Sie müssen wissen, wo Sie dran sind. Und sie muss wissen, wo sie dran ist. Müssen wir doch wissen, wo wir dran sind. Natürlich, selbstverständlich. Ne? Natürlich. Machen Sie auch im Haushalt? Ja, das mache ich. Alles. Müll raustragen, ja, ja, das etc. Ist alles, ja, ja, das ist kein Problem. Und sexuell? Ja, also. Haben Sie keine Vorstellung nee, von? Ich bin da nicht so, nee. Toll. Da bin ich ganz begeistert von. Ich bin eben auf Tür. Marco, ja. Tschüss, Mama. Tut mir aber leid, dass meine Mutter direkt das Sexuelle anspricht und so. Ne? Das, aber du bist nicht so ein Aufreißer. Ich meine, weil ich denke mal, in solcher Situation, die kommen sowieso von alleine. Und wenn es passiert, dann passiert es. Und wenn es beide Seiten wollen, dann ist es sowieso. Und ob es dann irgendwie nach 3, 4 Tagen passiert oder keine Ahnung, dann. Mein Gott, ja, ja. Das mache ich ein alles. Durchfall, das läuft nur so durch. Ich muss bestimmt gleich noch machen. Weißt du noch, als du 7 Jahre alt warst und immer bei uns aus dem Wohnzimmer war, da hat sie die Weinflasche rausgeholt, hat die abends gesoffen und hat die dann mit Wasser aufgefüllt und hat sie dann wieder in eine Bar gestellt. Ich geh mal können Sie sich das vorstellen? Auch, so ist die Verena. Oder Rimini, wo wir in Rimini waren. Nee, die Geschichte, die erzählen wir dann beim nächsten mal erzählen, Treffen. Du. Die ist. Gefällt sie Ihnen denn? Doch, doch. Und ich denke mal, der Charakter spielt ja eine Rolle. Und sie hat ja eigentlich ein nettes Wesen, nicht? Ja, das kann man so sehen. Sie ist schon eine, die, ich will jetzt nicht sagen,
sexuell übertreibt, aber es ist schon so, dass sie da Nymphoman heißt das Wort eigentlich. Ne? Mhm. Muss man sagen. Ja, aber finde ich toll, dass die Verena sich so auf meine Anzeige gemeldet hat oder auf meinem E-Mail. Sie hat sich gar nicht gemeldet, ich habe geschrieben. Ach, Sie haben geschrieben? Ja, weil unsere Verena eigentlich hat die kein Interesse an einer Partnerschaft. Und da habe ich gesagt, weißt du was, ich nehme das meine Hand für unsere Verena. Und der Gedanke dahinter war, wenn es für ihr nichts ist, ist es vielleicht was für den Mutti. Je nachdem, wie das hinhaut. Tja, was soll ich Ihnen dazu sagen? Komm, Schätzchen, setz dich wieder. Haare färbt sie sich auch, aber sieht man nicht, ne? Bei mir ist es Natur. Bitte, Mama. Was hast du denn da? Mama! Mach es doch an die Seite weg, was soll das denn? Was Theater? Was soll das denn? Wo gehst du denn jetzt hin? Ja, was soll ich denn hier? Kommt wieder. Na, das ist ja wunderbar. Netter Mann sind Sie. Dankeschön. Sie sind auch eine nette Frau. Dankeschön. Sleep. Wollen wir nicht mal eine Runde tanzen, wir beide? Nein, lassen Sie nur mal. Warum denn? Wir sind doch nicht so schüchtern. Nein. Ach, sicher tanzen wir mal. Nein. Ich führe auch. Nein, lassen wir das. Machen Sie sich doch keine Sorgen. Nein, jetzt danke. Ist sie doch weg, da zieht sie doch nicht. Ja, das glaube ich Ihnen. Ach, komm. Nein. Ihr habt doch sonst immer so schöne Musik hier. Mach doch mal Musik an. Nein, lassen Sie mal. Sicher. Natürlich, wir schwingen mal eine schöne. Hat irgendeiner was dagegen, wenn wir beide tanzen? Lassen Sie mal. Ach, Herr Maroni, sind Sie doch nicht so. Sie sind doch Südländer. Nein, lassen Sie. Ich mache mich ganz locker. Das glaubt nicht. Kommen Sie. Nein, lassen Sie. Also ich glaube, ich muss langsam gehen. Nee, Herr Maroni, ein Tänzchen. Liebe Damen und Herren, Herr Maroni, bleiben Sie. Herr Maroni. Das wäre gewesen.